Willkommen zum Wohnimmobilien-TV, dem Online-Channel der REIT-Messe Wien. Von allen Befragten in unserer Marktforschung unter Wohntrend- und Immobilieninteressierten, die ihre Wohnsituation verändern wollen, hat mehr als ein Drittel den Wunsch nach mehr freier Fläche und damit nach frischer Luft. Garten, Terrassen und Balkone führen die Liste ganz oben an. Einfach einmal nach draußen gehen, ohne den eigenen Wohnraum zu verlassen. Darum geht es bei diesem Wohntrend. Und die letzten Monate haben gezeigt, wie wichtig diese Möglichkeit ist. Egal ob relaxen nach der Arbeit, garteln oder ein Getränk mit Ausblick genießen, Hauptsache unter freiem Himmel. Freiflächen werden bei Neubauten von den Interessenten bereits vorausgesetzt. Und es gibt faktisch kaum Wohnbauten, die ohne Balkone, Lodgen, Terrassen oder auch kleinen Gärten errichtet werden. Und jetzt dürfen wir noch ein paar spannende Projekte zeigen. Der Helio Tower der BUWOG schafft unvergleichlichen Wohnraum auf der Sonnenseite des Lebens. Im Wohnturm im dritten Bezirk entstehen 400 Wohnungen, darunter 228 Eigentumswohnungen. Der Helio Tower versammelt alles, was zeitgemäßes, attraktives Wohnen in der Stadt ausmacht. Modernste Wohnungen für individuell angepasste Wohnerlebnisse, gute Verkehrsanbindung, ganz persönliche Erholungsräume mit Lodge oder Balkon, eine vielfältige Infrastruktur, erholsame Grünräume in unmittelbarer Nähe. Und natürlich höchste Lebensqualität mit umwerfenden Panoramablicken. Und hier noch alle Eckdaten im Überblick. Direkt vor den Toren Wiens liegt die kleine Wohnoase Flair mit Biedermeier im Herzen von Maria Enzersdorf im Bezirk Mödling. Hier finden Sie außergewöhnliche Neubauwohnungen, Eigentum und Miete. Jedes Detail liebevoll geplant, sodass kein Grundriss dem anderen gleicht, mit atmosphärischem Innenhof und einem Parkbereich mit Biotop. Öffentlich sind sie optimal angebunden, mit der S-Bahn nur 18 Minuten nach Wien Hauptbahnhof. Und hier noch die Flair mit Biedermeier-Daten im Überblick. Jetzt kommen wir zu unserem Immobilientipp von den Immobilienexperten der Wirtschaftskammer Wien. Eine gute Maklerin zeichnet aus, dass sie, oder einen guten Makler zeichnet aus, dass er sich permanent weiterbildet. Unsere Branche ist von vielen gesetzlichen Änderungen immer wieder betroffen, die man natürlich wissen muss, über die man sich informieren muss. Und das ist auch unsere Informationspflicht dem Kunden gegenüber. Da gibt es ganz viel steuerliche Fragen und rechtliche Fragen. Und es ist für mich ganz wichtig, dass mein Kunde das weiß. Auch mir stellen manchmal Kunden Fragen, die ich dann nicht so sattelfest beantworten kann. Dann muss man sich einfach erkundigen. Aber für den Kunden ist wichtig, dass er vernünftige Auskünfte gibt. Und für mich ist wichtig, ich hafte für diese Fragen und für meine Aussagen. Und deswegen müssen sie einfach richtig sein. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder nächste Woche bei einer neuen Folge von WIM TV.